Moin moin meine lieben Leute und willkommen zurück zu Medium für die Xbox. Wir haben Nicolas und Tori befreit und jetzt versuchen wir hier weiterzukommen. Will you just let me pick you up already? Mist, das ist das Ding, was wir haben wollen, aber ich kann ja... Ich muss mich jetzt irgendwie... Da ist ein Spiegel. Siehst du, dann geht das doch. Oh, was ist denn hier? A letter. Ein stilles Mädchen. Mr. Rector ist unvernünftig, um es mild auszudrücken. Ich bin Krankenschwester, kein Kindermädchen. Ich verstehe, dass er jemanden braucht, der auf sie aufpasst, aber ich habe es schon alle Hände voll zu tun. Selbst wenn ich alle meine anderen Pflichten vernachlässige, ist er immer noch der arme Mr. Tarkovsky, um den ich mich kümmern muss. Ich versuche trotzdem mein Bestes zu geben, zumindest sind das Mädchen ruhig und zieht sich zurück. Sie redet gerne mit ihren Freunden, aber das ist für jemanden in ihrem Alter wohl ganz normal. Manchmal höre ich, wie sie ganze Gespräche führt und ich könnte schwören, dass es sich anhört, als würden sich zwei Menschen unterhalten. Sie ist wirklich begabt. Ich schätze, es liegt in der Familie. Gruselig. Okay. Gehen wir hier rein. This place. This is where it started. Oh. Eklig. Oh, jetzt bin ich gespannt. Hello, my love. It's your favorite nurse. Are you in there? Even the speck that you left? I hope so. Because I want you to feel everything. The nurse. It got to her first. But why? Psychotante, so. I'd never felt darkness like that before. That thing had been there. It was where it made its first kill. Where it tasted death. And liked it. Okay. Raus. Das Ding auf der anderen Seite. Wollt ihr mich veräppeln? Nervt langsam. Will ja auch irgendwann mal dieses Ding da bekommen. Okay. Ja, da kommen wir immer noch nicht ran. Ja möglich sein, da langsam mal ranzukommen. Kann nicht sein. Nervt ja auch ein bisschen, ne? Hm. Oh, hier war noch mehr, ne? Kann von der Seite rankommen, weil ich. Hihi, endlich! Yes! Fucking! Time to get back to the day room. Gut. Wir müssen den Weg dahin finden. Da hinten war ja gerade so ein Ding, da können wir wahrscheinlich jetzt einmal. Durchschneiden, ausprobieren. Also hinten bei der Kette, wenn nicht wieder das Monster kommt. Dann kriegt das mal ein bisschen Glück. Und können ganz normal dahin laufen. So. Bam. So worth it. I love you, bolt cutters. So. Hier geht's nirgendwo hin. Da liegt der was? Nee. Nee, mal runter. Ich kann schon gruselig hier abends längs zu gehen, in so einem Gebiet hier, oder? Wer wird das machen? Wer hat auf sowas Bock, hier längs zu marschieren? Hier geht's gar nicht irgendwo längs. Geht gar nicht. Ich kann wieder aufmachen. Zack. Kinda sounds like a spy name. Cutters. Bolt Cutters. Okay, das sieht hier nicht gesund aus. Or a movie star, like in a movie you don't use your real name for. Yeah. Spy name it is. Oh, hier kann man rein. Tatsächlich kann man da nicht rein. Okay. Wäre auch mal zu einfach gewesen für uns. Okay, die ist zu. Versuchen wir es in die andere Richtung. So. Da ist ein kaputter Spiegel mal wieder, wo wir rein können. Laufen wir erstmal weiter geradeaus.
und öffnen das Schloss hier. Perfekt, komm mal rein. Jetzt kommen wir da hinten rein. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite gekommen. Da waren wir auch noch nicht. Okay, Marianne. Let's see what sadness wanted me to see. So, jetzt können wir in die Tagesstätte kommen. All right. Oder? Okay, hat man schon gesehen. Was? Fieberträume. Ich sehe ihn ständig in meinen Träumen, den anderen Ort. Staub und Tod, soweit das Auge reicht. Das Gefühl der Leere, das meine Seele zerreißt. Ich wache auf und bekomme keine Luft. Staub brennt mir in die Lunge. Ich flehe, dass es aufhört. Er sagt, dass man nichts machen kann. Aber das muss er wohl sagen, nicht wahr? Okay. Psycho, sag ich ja, Psycho. So, Daycare, da. Jetzt können wir es aufmachen, oder? Komm schon. Endlich. Alright. Here we go. Ja, los geht's. Können wir laufen, oder? Nee, können wir nicht. Okay, Double Feature, sag ich mal. Marianne? There you are. Thank God. You're all right. I was so worried. Oh, yeah. That thing almost got me. What the hell is it? It came from shame. From helplessness. From rage. Rage? It's like anger, but more. Once it got out, we couldn't stop it. It ate all of them, Marianne. All of my friends. Your friends? I'm the only one left. It's okay, Sadness. I'm here now. No, no. It'll eat you too. Just like the others. I won't let it hurt you, I promise. Hey. Okay. Hey. Why don't you tell me something about this place? It's the day room. Wirklich cool gemacht. We used to play here. With Richard? Is he one of your friends? No, but he was smart. Maybe he could help you. He was smart. Wait, is he? A bad thing happened to him. I remember he became hollow, like a puppet. I remember. Marianne. I don't want to see him. What? Why not? What do you remember? No. Don't tell them. Don't tell anyone. You don't have to tell me. But you should still come with me so that I can keep you safe. No. No, Marianne. The sadness. No, never again. Why did you bring Weg me ist sie. Here? Weg ist die Gute. Gute. It was then I realized there was something she wanted me to see. With my own eyes. Na, dann gehen wir da hin. Ja, da können wir wieder ein bisschen was schneiden, oder? Na, los geht's. Jetzt machen wir das coole Messer. Schön diesen Lederlappen durchschneiden. Yeah! Okay.
Richard? Are you there? Was hier so eine... Was ist denn hier? Don't you think he would be better off in a nursing home? What about his family? Richard doesn't have any family. Oh, the poor man. It's like he's somewhere else. We were close once, you know. I mean, not that close, but... All right. I'll take care of him. Hollow like a puppet. Isn't that what sadness said? Ja, Psychotante ist das, ne? Ist mir nur mal so nebenbei. Kommen wir nicht einfach so durch. Brauchen wir Energie, würde ich sagen. Die haben wir gerade nicht. Gucken wir mal, ob wir die Energie irgendwo herbekommen. Was ist das hier denn? Ist das der Titel? A sheet of music. Well, naja, nehmen wir mit. At least part of it. Wer weiß, ob wir das nicht über irgendein Klavier wieder mal gebrauchen können. Nicht ran. Guck mal, das ist alles so ein Dings davor. Schleier. Globus. Konzentriere dich auf die Geisterwelt. That globe. There's a sense of loneliness coming from it. It feels incomplete. Ja, da fehlt was, das stimmt. Aber wir haben noch nichts. Was finden für. Hier ist ein Ledersessel. Ob wir den da reindrücken können? Na, wahrscheinlich nicht. Es wurde zu einer Gewohnheit von uns, wir setzen uns mit dem Skizzenbuch hin und dann schloss er die Augen und begann zu reden. Er beschrieb all die Dinge, die er von seinem geistigen Auge sah, und Grauen und der Schönheit der Welten, jenseits unserer eigenen. Was als unschuldige Fantasieübung begann, wurde zu einer bodenlosen Quelle der Inspiration. Meine Hand konnte nicht ruhen und ich zeichnete wie besessen, während er das Unbeschreibliche beschrieb. Eine Zeit lang fragte ich mich, warum er so darauf versessen war, seine Vision mit mir zu teilen. Sie schien ihn zu belasten, eine Quelle starken Schmerzes und großer Verzweiflung zu sein. Aber schließlich verstand ich es. Er wollte sie mit jemandem teilen, der sie als Quelle der Schönheit verstand und nicht als Wahnsinn. Ja, so gut zu wissen. Oh, hier gibt's aber nichts weiter. Nee, dann müssen wir hier raus und woanders. Warte mal. Leuchtet auch irgendwas, aber das ist dahinter. Da kommen wir noch nicht ran. Gut. Ein Cheat. Och, immer die ganzen Texte hier. Ich weiß noch, als ich ihn zum ersten Mal getroffen habe, ein einfacher Fabrikarbeiter, noch mehr jung als Mann. Mit seinen großen Augen hat er ständig über die Schulter geblickt, wie ein verängstigtes Tier. Seine Eltern sind im Warschauer Aufstand ums Leben gekommen. Von dem, was er in den folgenden Jahren durchgemacht hatte, wollte er nicht sprechen. Und ich habe ihn auch nie gedrängt. Aber bald war klar, dass er sonst niemanden auf der Welt hatte. Es war sofort eindeutig, dass er trotz seiner jungen Jahre Dinge gesehen hatte, die niemand in seinem Alter sehen sollte. Ich wusste sofort, dass er etwas Besonderes war. Gut. Ja, ein Skizzen. Und noch ein langweiliger Brief. Ich habe ein paar Jahre damit verbracht, ihn in die richtige Richtung zu lenken, versucht ihn dazu zu bringen, sein Potenzial zu erkennen. Er weigerte sich immer wieder und behauptete, dass er kein Maler sei und dass er unsere kleinen Treffen eher als Therapie, als künstlerischen Ausdruck betrachtete. Irgendwann hatte ich ihn dann soweit. Er willigte ein, sich bei der Universität einzuschreiben, aber nur unter Bedingung, das Fach selbst ausüben zu können. Und so begann sein Werdegang als Architekt. Ach, wir reden hier von dem Typen. Okay, jetzt habe ich es gecheckt. Zuerst war ich eher skeptisch, weil ich dachte, dass er wahre Größe zugunsten bloßer Kompetenz ausgibt. Aber tief in meinem Inneren war ich wohl froh, die Person gewesen zu sein, die seine Vision zum Leben weg hatte. Und dann hat er sie getroffen. Unsere Mahlsitzungen wurden immer seltener. Ich brauchte meine Hilfe im Umgang mit meinem inneren Dämon nicht mehr. Oh, natürlich schlecht, ne? Gather round, children. I want you to meet Lillian. She's going to be joining our painting class. Why can't I play with my friends, Uncle Richard? Your friends? Oh, Lillian, I promised your father you would spend some time with the other children. Friends?
Ja, sie war ja so ein bisschen Psycho. Aber naja. Okay, und hier will ich jetzt, finde ich gerade nichts, weil hier drüben irgendwie. Da. Was war das? Das ist ein anderes Notenstück. Okay. So. Haben wir schon zwei Stücke. Schön kombiniert. Fehlt uns noch das dritte Stück, wie man sieht. Jetzt fehlt noch. Wow, hier ist echt mal viel Quelle Inspiration. Okay. Thomas, ich war immer erstaunt über die Komplexität seiner Vorstellungskraft, fasziniert von den surrealen Traumlandschaften, die sein Geist lebt. Die Art, wie er sie beschrieben hat, in den kleinsten Details. Es war, als hätte er tatsächlich alles miterlebt. Als ob etwas oder jemand einen Schleier beiseite zog und ihm einen Blick über den Rand unserer Realität hinaus erlaubte. Ein Engel? Ein Dämon? Gibt es da wirklich einen Unterschied? Für mich spielt das keine Rolle. Seine Visionen wurden auf meiner Leinwand lebendig. Manche würden sagen, ich habe den Jungen benutzt, um meine schwindende Kreativität anzuregen. Aber wie hätte ich das nicht können? Diese einzigartige Perspektive, dieses unendlichen Quell der Inspiration ungenutzt lassen, das wäre eine unverzeihliche Sünde. Okay. Ah, lass uns da reinkommen, bitte. Locked. Okay, dann halt nicht. Geht leider nicht. Okay. Ach, ja, ja, es war dumm von mir. Ich wollte gar nicht rausrennen. Oh, wie dumm war das denn? Ich habe nicht nach unten geguckt, ich habe nur nach oben geguckt und dachte mir, oben ist alles okay. Ja, das war ein bisschen blöd. So. Ich gehe mal ein bisschen mit Inspiration rum. Kann man da raus? Hier ist aber auch nichts weiter. Hier ist nur der Globus. Den Globus können wir leider nur was mit anfangen, wenn wir noch einen Teil davon finden. Was wir auch finden könnten. Warte mal. Die haben wir schon angeguckt. Gehen wir nochmal raus hier. Können wir noch was anderes finden. So. Können wir noch irgendwo anders hin? Oder müssen wir da? Wir müssen wahrscheinlich da weiter, ne? Ich glaube, woanders brauchen wir nicht mehr hingehen. Da wahrscheinlich wieder irgendeine Kleinigkeit übersehen. Ja, da können wir nicht weiter. Okay, dann gehen wir zurück. Was können wir übersehen haben? Eine sehr, sehr gute Frage. Vielleicht müssen wir einmal... War da ein Spiegel irgendwo? Nee, ne? Den hätten wir gesehen, glaube ich. Aber... Nur mit ihr können wir hier nichts machen. Naja, okay. Na, alles gut. Ich wollte mal testen, ob es da irgendwas gibt. Was ich gesehen habe, was habe ich anscheinend gar nicht. Das blöde Rasiermesser. Da kann ich nichts machen. War merkwürdig. Ich muss hier irgendwas machen können. Ich weiß nicht was. Einfach rausrennen, das macht nicht so viel Sinn, ne? Ich glaube, da geht immer mit drauf. Ach, warte mal. Hier kann ich ja durchgehen. Mein Gott, hätte ich auch gerade eben schon sehen können. Wie dumm bin ich? Wie dumm ich ab und zu bin. Aber egal. Da. Hä? Irgendwas. Was ist da? Kann ich auch nichts anderes machen gerade. Was ist das denn hier? Aha! Ah, das geht auch mit dem Globus. Ich komme wieder zurück. Schnell, schnell, schnell. Okay, warte mal. Zum Globus zurück, der war hier drüben, ne? Da. Hey, wo war das nochmal? Hier hinten links, oder bin ich blöd? Hier, war das nicht hier? War das nicht hier? Da hinten. Mann, Mann, Mann. So, dann gehen wir mal hin. Gehen wir uns an.
Okay. Navigieren. Okay. Das ist ein Gesicht, man sieht. Wir fahren mal selber. Was ist das denn? Another junction. Maybe it can show me a way out of here. Krass. Okay. Das ist aber abgespaced. Weiß nicht, hä? Warte, müssen wir kurz was ausprobieren. Kommt doch, wir sind los. Ich kann das ja jetzt. Noch nicht das Richtige. Ja doch. Nee. Noch kommen wir da nicht so richtig hin. Muss ja irgendwie noch eine andere Idee dahinter geben. So richtig viel kann ich dann. Das war doch gerade ein Loch. Ne? Und das Loch müsste man doch irgendwo reinsetzen können. Beziehungsweise dass es uns hilft, irgendwo durchzukommen. Würde ich sagen, dass er da rauskommt, oder? Ha! Okay. Ist das der falsche Weg? Das ist ja hier links. Ich gehe hier rein. Okay, jetzt müssen wir das andere Notenstück noch finden. Okay, haben wir noch nicht. Muss hier irgendwo liegen. Okay, das mal auf hier wieder. Ah, ich finde es ein bisschen eklig, immer das aufzuschneiden, muss ich beginnen. Zerschneide die schöne Haut. Erinnere mich so ein bisschen an Schweigen der Lämmer, wo der Typ immer die Frauen gehäutet hat, um daraus wieder ein hübsches Frauenkleid zu schneidern. Ach, das tapfere Schneiderlein. Okay, warte, hier liegt irgendwas anderes nochmal. Ah, jetzt mal ein Schlüssel. Aha. Schlüssel zum Lehrerzimmer. Mhm. Mehr Bilder. Hier war nichts anderes, ne? Man kann da vorne auch reingehen. Wir gehen erstmal. Warte mal, hier liegt auch noch was. Was ist das? Ach, das sind die. Wow! I love this melody. It reminds me of my childhood. At least the good parts of it. But the bad parts, they're always there. Aren't they? You're a very smart girl, Lily. You know that, don't you? You're special. Her voice, is that sadness? Dann wüssten wir schon mal, dass sie Lily heißt. Hat ja auch was. Da kommen wir ja nicht rein. Das heißt, wir können nur hier durch. Was ist das denn da? Ist das dann. Holen wir uns mal kurz Energie? The spark's too weak to absorb. Okay. Gut, dann brauchen wir wahrscheinlich das Ding, die Musik am Abspielen. Jetzt sind wir hier durchgekommen, okay. Uns fehlt aber immer noch ein anderes Stück. Jetzt können wir es aber aufschließen. Gut.
uns da mal reingehen. Ah, hier liegt doch schon irgendwas rum da. Was ist das? Richard, kann ich schon lesen. RT. Come on, Richard. You were always there when I needed you. Let me return the favor. I don't know, Thomas. What about my work? The university? Richard, I know they kicked you out. I'm guessing you finally managed to piss off the right people. Stay with us, old friend. Do it for me. For them. So, he brought him here. Wonder whom he meant by them. That should be all the pieces of the score now. Okay. Papier. Als er sich verlobt hatte, haben wir uns eine Zeit lang auseinandergelebt. Wenn ich so darüber nachdenke, war ich wohl eifersüchtig. Ich hatte ihn nicht mehr ganz für mich allein. Mit der Zeit gewöhnte ich mich aber an sie. Sie fiel mir mit ihrer Schönheit und ihrem Intellekt auf. Irgendwann akzeptierte ich, dass er das wahre Glück gefunden hatte. Die wahre Liebe. Stark und rein. So rein, wie sie nur sein kann, denke ich. Ich wurde jedenfalls nicht länger gebraucht. Als das Projekt begann, das letztlich unter dem Namen Niva bekannt werden sollte, zog ich alle Fäden, um ihm das zu geben, was er wollte. Obwohl ich wusste, dass er einen größeren Keil zwischen uns treiben würde, wollte ich das Beste für ihn. Er war so etwas wie der Sohn, den ich nie hatte. Oh, noch ein Ding. So, that's how you found him? Yes. He was just lying there. Mr. Rakovich? I'm sorry. He was a friend. I just need a moment. That's not true, Thomas. You thought he deserved it. Okay. Abgründe tun sich hier auf. So, aber wir haben ja das Stück. Hier können wir nicht durch, ne? Ne, wir haben ja das ganze Theaterstück, wollte ich gerade sagen, das ganze Musikstück. Das heißt, wir können zum Klavier gehen und spielen es einmal auf dem Klavier. So, hier. Bitte, ich verlaufe. Da kann man nicht raus. Der wird mal hier drüben, ne? Hier durch. Dann hier drüben rein. Durch die Tür. So. Stellen wir es mal darauf. Und jetzt. Gut, jetzt können wir, glaube ich, da durch bei den Hyopais. Bei den Viechern. Gut, bevor wir da durchgehen, schließen wir ab für heute. Ich hoffe, es war spannend genug und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Adios. Muchachos.